Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über das Gedicht Nachtcafé von Gottfried Benn. Dieses Gedicht gehört zu den bekannten Gedichten des Expressionismus und es hat einige Rätsel für uns bereit, aber es sind Rätsel, die man lösen kann, beziehungsweise vielleicht auch Rätsel, die gar nicht so wichtig sind, dass man sie löst. Und ich möchte euch jetzt Schritt für Schritt erklären, wie ich das meine. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Und wenn noch Fragen übrig bleiben oder wenn ihr noch weitere Interpretationsvorschläge habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Also zunächst einmal sehen wir, das Gedicht ist relativ lang und auf den ersten Blick nicht sehr regelmäßig aufgebaut. Das heißt, die Strophen sind unterschiedlich lang. Es gibt Strophen, die haben 4 Verse, dann 2 Verse, dann 3, dann einmal auch 5 und einmal sogar nur eine einzige Zeile. Das ist die letzte Strophe, die hat eine einzige Zeile. Was bedeutet das? Und das können wir uns hier anschauen. Also es fängt schon mit dieser rätselhaften Zahl an, 824, der Frauen, Liebe und Leben. Das ist eines dieser Rätsel, bei denen ich mich gar nicht zu lange aufhalten möchte, denn wir können es nicht genau wissen. Das Gedicht ist von 1912. Man vermutet, es könnte mit einem Gesetzesparagraphen zu tun haben, aber es ist nicht so klar. Es ist auch nicht klar, ob das vielleicht auch nur ein Druckfehler ist, ob Ben in der Handschrift was anderes geschrieben hat und vielleicht was anderes gemeint hat. Meint er ein Musikstück? Worum geht's? Der Frauenliebe und Leben ist jedenfalls ein Musikstück. Es könnte sein, dass es sich darauf bezieht. Aber vielleicht geht es auch um ganz was anderes und das wäre meine Vermutung und ich möchte mit diesem ganz was anderen dieses Gedicht interpretieren. Aber lassen wir mal diesen ersten Vers einfach weg. Tun wir mal so, als stünde der gar nicht da. Das ist natürlich eigentlich nicht zulässig, aber in diesem Fall, glaube ich, halten wir uns sonst zu lange mit einem Rätsel auf, das letzten Endes auch anders noch gelöst werden kann. Gut, dann schauen wir mal, wie dieses Gedicht geschrieben ist. Es ist immer so geschrieben, dass eigentlich keine Personen vorkommen, sondern immer nur stellvertretende Attribute für diese Personen. Das heißt, statt die Person, die das Cello spielt, trinkt rasch mal, steht das Cello trinkt rasch mal. Das heißt, aus dem Musiker wird das Instrument. Es ist stellvertretend für die Person. Das Cello trinkt, die Flöte rülpst, die Trommel liest den Kriminalroman. Natürlich wissen wir immer, dass es nicht die Flöte ist, die rülpst, sondern die Person, die die Flöte spielt. Aber hier zieht sich bereits ein roter Faden durch, der das ganze Gedicht fast bis zum Ende durchzieht. Wir sehen keine Personen, keine Individuen, sondern wir sehen einfach nur ihre Attribute. Und im Fall von diesem kleinen Orchester da, Flöte, Cello, Trommel, vielleicht gibt es noch andere Instrumente, das wissen wir hier nicht. Aber im Fall von diesem kleinen Orchester sehen wir keine Personen, sondern nur ihre Instrumente. Das ist übrigens auch ähnlich wie in Krankenhäusern manchmal geredet wird. Ah, da kommt die Blinddarmentzündung, ah, da drüben kommt dieses, ah, da kommt jenes. Also man wird auf seine Krankheit reduziert, auf den Grund, warum man im Krankenhaus ist. Warum ich das erwähne? Gottfried Benn war Arzt und er hat das auch erlebt, dieses Reduzieren von Menschen auf ihre Krankheit, auf ihre Gebrechen, auf den Grund, warum sie jetzt da sind. Und das kommt ihm auch öfter vor, vielleicht kennt ihr auch das Gedicht Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, wäre vielleicht auch ein Gedicht, das ich mal interpretieren könnte hier in meinem Kanal. So, jetzt haben wir diese Instrumente, was machen die? Sie sind nicht besonders edel. Das Cello trinkt, gut, das kann ja noch sein, die Flöte rülpst, das schöne Abendbrot, Mahlzeit. Die Trommel liest den Kriminalroman zu Ende. Motiviert sind diese Musiker und Musikerinnen, um die es da geht, überhaupt nicht. Die sind halt in diesem Café, spielen halt ein bisschen Unterhaltungsmusik, aber das scheint nicht ihr Herzblut zu sein, dass sie hier wirklich mit großer Leidenschaft Musik machen, sondern ja, es ist halt ein Job. Und das muss man jetzt halt durchstehen und an sich vorbeigehen lassen irgendwie.
Also wir sehen, dieses Café scheint jetzt nicht ein sehr gehobenes Lokal zu sein, wenn die Musiker schon so nicht gut drauf sind. Und jetzt wird's interessant. Grüne Zähne, Pickel im Gesicht, winkt einer Lidrandentzündung. Und hier haben wir diese Attribute. Eine Person mit grünen Zähnen und Pickeln im Gesicht winkt einer anderen Person mit einer Lidrandentzündung. Das heißt, Ben nimmt hier die auffälligen, hässlichen, abstoßenden, ekelhaften Eigenschaften der Personen und macht sie zu den Stellvertretern der Personen selbst. So wie mit den Instrumenten, aber bei den Instrumenten ist es noch eher neutral. Ich spiele das Cello, also werde ich als das Cello bezeichnet. Das Cello trinkt rasch mal, aber jetzt grüne Zähne winkt Lidrandentzündung. Nicht sehr schön. Das ist abstoßend, das ist eklig. Und es geht ekelhaft weiter. Fett im Haar spricht zu offenem Mund mit Rachenmandel. Glaube, Liebe, Hoffnung um den Hals. Darauf komme ich noch zurück. Junger Kropf ist Sattelnase gut. Er bezahlt für sie 3 Biere. So, das sind hässliche Personen mit Kropf, mit Sattelnase. Sattelnasen waren in der damaligen Zeit gar nicht so selten. Das sind Nasen, die so eingefallen sind. Kann mit Krankheiten zu tun haben. Die Syphilis war eine Krankheit, die häufig zu Sattelnasen geführt hat. Könnte man hier auch so im Hinterkopf mit bedenken, diese Zeit. Bartflechte kauft Nelken, um Doppelkinn zu erweichen. Und wir sehen hier lauter hässliche Personen. Aber das Interessante ist, wir sehen lauter Paare und Paare im Balzverhalten. Das heißt, das sind Menschen, die sich umeinander bemühen. Denn junger Kropf ist Sattelnase gut, er bezahlt für sie 3 Biere und Bartflechte kauft Nelken, kauft Blumen für Doppelkinn. Das heißt, hier ist etwas Erotisches im Gange. Hier bahnen sich Beziehungen an. Das sind Menschen auf einem Date. Aber dieses Date scheint zwischen unfassbar hässlichen, entstellten, abstoßenden, ekelhaften Personen stattzufinden. Und das ist doch eigenartig, oder? Wenn wir an ein Date denken, dann denken wir an unser schönstes Outfit, da haben wir uns ein bisschen zurechtgemacht, da versuchen wir einen guten Eindruck zu machen, ja? Ich gehe nicht auf ein Date und versuche, die Aufmerksamkeit auf meine Schwächen zu lenken. Aber genau das erzählt uns Ben. Der erzählt uns hier, das sind lauter hässliche Paare. Einer hässlicher als der Mann. Der Mann hässlicher als die Frau noch hässlicher. Einfach alles abstoßende Personen. Und warum ist das so? Kommt noch. Dann haben wir mal diese Paare gesehen, diese 3 Paare. Und jetzt kommt die Musik. H-Moll, die 35. Sonate. Von wem? Erfahren wir gleich. 2 Augen brüllen auf. Das geht eigentlich nicht. Augen können ja nicht brüllen, aber das ist eine Synästhesie. Also wir haben die Augen, die eigentlich sehen. Wir haben das Gebrüll, das eigentlich ein akustisches Signal ist. Und wir ziehen das zusammen in diesen Zusammenschluss der Sinneseindrücke mit dieser Synästhesie. Und was brüllen diese Augen? Oh, sie brüllen, spritzt nicht dieses Blut, spritzt nicht das Blut von Chopin in den Saal, damit das Pack drauf rumlatscht. Schluss, hey, Gigi. Also ja, dieses empörte Brüllen der Augen, die spritzen das Blut von Chopin durch den Saal. Es klingt nach einem Splatterfilm, wo das Blut herumspritzt, aber es geht um was anderes. Es geht natürlich um das wahre Herzblut von Chopin. Der hat diese Sonate, die 35. Sonate, mit so viel Herzblut geschrieben. Und diese Musiker, von denen wir gesehen haben, wie unmotiviert die sind, die nudeln das jetzt halt irgendwie runter. Und die 2 brüllenden Augen regen sich auf. Das kann doch nicht wahr sein. So ein tolles Werk wird von diesen Ignoranten, von diesen unmotivierten Amateuren da dermaßen vergeudet, verschwendet, in den Saal hinausgespritzt für dieses Pack. Also diese Personen in diesem Lokal, das ist Pack, das ist Abschaum, das ist Ekel. Und das heißt, diese 2 Augen, die da brüllen, das sind die 2 Augen, durch die wir dieses Nachtcafé betrachten. Das heißt, in diesem Nachtcafé sitzt noch jemand. Da sitzen nicht nur diese Musiker, da sitzen nicht nur diese Paare, da sitzt noch jemand außen, allein und beobachtet die Szenerie.
Und dieses Außensitzen, dieses Alleindasein, das macht diese Linse aus, alles so negativ zu sehen. Denn da sitzt jemand ganz allein, hat kein Date und beobachtet andere beim Date. Und ist neidisch und eifersüchtig und hätte auch gern ein Date. Das erfahren wir auch gleich. Aber natürlich, das müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da allein und vielleicht ja, hat irgendwas nicht geklappt, ich fühle mich einsam, ich hätte jetzt auch gerne eine Liebesbeziehung, aber aus irgendeinem Grund geht es halt jetzt gerade nicht. Oder vielleicht ist auch schon was schief gegangen und dann sehe ich alle anderen, die anscheinend so glücklich sind und sich ein Bier bezahlen oder Blumen verschenken und eben diese Balzrituale, dieses Zusammenkommen, dieses Anbahnen einer romantischen Beziehung und ich beobachte das. Und ich bin bis ins Mark eigentlich eifersüchtig und sauer auf die Welt. Und dann sehe ich nur negative Eigenschaften. Dann sehe ich nicht, dass die Person mit der Lidrandentzündung eigentlich bezaubernd ist und charmant und eine Ausstrahlung hat. Dann sehe ich nur die Lidrandentzündung. Pff, na bitte, mit der würde ich nie was anfangen. Oder dann sehe ich eben, ja, Sattelnase. Ich sehe vielleicht gar nicht, dass diese Person noch sehr andere sehr attraktive Eigenschaften hat, sondern denke mir einfach nur, die sind alle so hässlich. Die sind gerade füreinander, sind sie schon gut genug, für mich wäre das nichts. Nein, das ist Katastrophe. Das kennt man, oder? Das ist die Geschichte vom Fuchs und den Trauben. Der Fuchs kann die Trauben, die ihn anstrahlen, nicht erreichen. Er springt und springt, aber er bekommt sie nicht. Und am Ende sagt er sich, ach, diese Trauben, die schmecken ja sowieso nicht gut. Ich mag die ja sowieso nicht. Vielleicht kennt ihr diese Fabel. Und das ist diese Situation. Es ist alles schrecklich. Die Musiker sind schrecklich. Diese Leute hier sind schrecklich. Warum bin ich überhaupt hier? Das ist ja alles unter meiner Würde. Oh, Chopin und ich, wir werden hier total schlecht behandelt. Eben, das Herzblut von Chopin wird von diesen Musikern völlig verschwendet für dieses Pack. Und so gesehen finde ich das eigentlich ein sehr lustiges Gedicht, denn die Person, die das alles beobachtet und die so ein bisschen im Hintergrund bleibt, die offenbart sich selbst und ihre Eifersucht und ihre griesgrämige negative Einstellung durch diese Verse hier. Und jetzt nach diesem Ausbruch, dass man diesen armen Chopin da bitte nicht so misshandeln möge, da passiert plötzlich etwas. Die Tür geht auf und jemand kommt herein. Aber nicht wieder eine schlechte Eigenschaft kommt herein. Ich definiere plötzlich nicht mehr die Person über ihre hässlichen Körpermerkmale, sondern ein Vibe. Da kommt ein Ganzes herein. Eine ganze Person kommt herein. Eine Frau allein. Und das ist jetzt interessant. Und jetzt ist unser beobachtendes Ich hier, das ist jetzt plötzlich voll da. Wow. Da kommt jemand allein und das ist vielleicht die Chance. Und in dem Moment, wo diese Frau alleine reinkommt, sieht man plötzlich ganz viele Sachen. Nicht mehr nur die Sattelnase und die Pickel im Gesicht oder sonst was, sondern die Fantasie beginnt zu sprießen. Ich sehe die Wüste ausgedörrt, kanalnitisch braun, keusch, höhlenreich. Ein Duft, kaum ein Duft. Also da plötzlich an alle Sinne angesprochen. Jetzt Wüste ausgedörrt klingt nicht besonders attraktiv. Bei Wüste ausgedörrt denkt man vielleicht an eine dürre, klapprige Gestalt. Würde ich es aber nicht so sehen, sondern die Wüste hat in der Lyrik häufig auch eine positive Bedeutung. Die Wüste steht für das Zurückgenommene, für das Asketische, für das Reduzierte, für das Minimalistische, aber für das Notwendige und Wesentliche. Also eine Person, die das Wesentliche verkörpert. Da ist nichts zu viel, da ist nichts übertrieben, da ist nichts aufgesetzt, sondern das ist ganz eine schlichte Person, die hat alles am rechten Fleck, aber es ist nichts darüber hinaus. Warum ist es wichtig? Ja, weil eben Leute sich zurecht machen und schön machen. Gerade wenn sie auf Dates gehen, versuchen sie ja ihre Mängel zu überdecken. Und unser unbarmherziges Ich hat alle diese Mängel trotzdem gesehen. Die versucht sich schön zu machen, aber die hat ja so eine hässliche Nase. Und der mit seinen Pickeln, der braucht gar nicht zu glauben, dass ich das nicht gesehen habe. Auch wenn er sich in seinen besten Anzug geworfen hat. Aber diese
Person, diese Frau, dieses Weib. Da ist alles da, da ist nichts aufgesetzt. Das ist eine Verlockung, das ist ein Versprechen und das ist ein Duft. Die duftet bis zu mir, also es ist fast kein Duft, aber ich nehme etwas wahr, die hat eine Aura. Das ist Besonderes, da ist Magie, da geschieht etwas. Er verwendet für diese Person 5 Verse und für die anderen hat er nur ein kurzes Attribut. Und dieses Attribut ist abstoßend und ekelhaft und hässlich. Also wir sehen hier flammt auf einmal Hoffnung auf. Das könnte was sein. Ich sitze ja hier auf der Lauer allein und beneide die anderen, die alle schon zu zweit sind, aber jetzt vielleicht meine Chance. Und dann dieser knallharte letzte Vers. Eine Fettleibigkeit trippelt hinterher. Die Enttäuschung, das ist wie so ein Hammerschlag. Die große Hoffnung, da geht die Tür auf, da kommt eine Frau rein, aber nein, sie ist doch nicht allein. Eine Fettleibigkeit trippelt hinterher. Die sind auch zu zweit. Und natürlich ist der Mann, der hinterher trippelt, fett und unansehnlich. Enttäuschend. Und wahrscheinlich, wenn jetzt dieses Ich nochmal auf dieses Weib zurückschauen würde, dann würde er feststellen, ja, die ist eigentlich auch nicht so schön. Na, die hat ja eigentlich auch, nein, ist nicht so mein Typ. Also, das ist diese Geschichte vom Nachtcafé. Eine Person, die hier sitzt, frustriert ist, allein ist, neidisch auf die anderen blickt, die alle zu zweit da sind und offenbar einen schönen Abend genießen. Und dann ist man griesgrämig und wertet alles ab und macht alles runter. So, und jetzt gehen wir nochmal zu diesem Paragraphen 824. Ist das ein Paragraph, also ist es dieser Gesetzesparagraph, ist es die Zahl von einem Musikstück, spielt das wirklich eine Rolle? Der Frauenliebe und Leben, das ist hier der Schlüssel. 824, der Frauenliebe und Leben. Warum zum Geier, das könnte man hier als Frage stellen, warum wählen sich Frauen immer die hässlichen Typen? Warum nicht mich? Warum den da? Warum die Fettleibigkeit? Warum den mit den grünen Zähnen? Das gibt's ja nicht. Also hier steht dahinter diese Frage, was wollen Frauen? Warum wollen sie nicht mich? Warum bleibe ich allein? Das kann doch nicht wahr sein. Dass jeder hässliche Typ kriegt eine und ich krieg keine. Also so interpretiere ich diesen ersten Vers der Frau lieben und leben, dieses Rätsel. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie das sein kann, dass die da alle jemanden abkriegen und ich nicht. Bin ja auch nicht hässlicher als sonst. Ich bin ja auch eigentlich ganz ansehnlich. Eigentlich keine schlechte Party. So interpretiere ich dieses Gedicht. Naja, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Gefällt euch so ein expressionistischer Stil, der sich freut am Hässlichen, am Ekelhaften, der auch mal wirklich nur sich auf das Hässliche konzentriert und gar nicht das Schöne sehen will? Absichtlich und eben nur hinschaut, was eben nicht gut ist und was nicht attraktiv ist. Lass es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.